Hallo und willkommen zu Subnautica und es ist tiefe dunkle Nacht und wir sind hier auf der Aurora. Ich habe mal schnell den Weg hier alleine gemacht. Ich musste nämlich unglaublich lange suchen, ungewollt. Ja, wir sind auf der Aurora. Wir hatten in der letzten Folge hatten wir, ich sehe gar nichts, ehrlich. Diamanten und dann ist das Spiel abgestürzt und blablabla. Ich habe mir nochmal einen Diamant gesucht. Boah, Alter, es zittert. Oh, ja, das brauchen wir. Eventuell nicht. Ja, und ich habe ein bisschen vorgespielt und habe mir mal schnell den Laser-Cutter nochmal mit den einen Diamanten gemacht. Können wir was gönnen? Ja, wir haben ein Flutlicht gefunden. Was machen wir hier auf der Aurora? Ganz einfach, ich behalte auch mal das Messer in der Hand, zur Sicherheit, weil hier rennen hier die ganzen Krabben rum. Dort vorne habe ich schon einen töten müssen. Alter, ich habe gerade unglaublich Lags, ich weiß gar nicht warum. Ich habe null Ahnung, wo ich hin muss, vor allem da ich... Nein! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Kann ich das bitte Tag haben? Oh, fuck, habe ich mich erschrocken. Oh. Fuck, die Krabben sind unglaublich fies. Denn ich hatte das nämlich schon mal. Ich sehe gar nichts. Selbst so sehe ich gar nichts. Scans show the digestive tracts of nearby life forms contain. Hau bloß ab, Krabbe. So, habe ich hier irgendwas vergessen? Weil wir bräuchten nämlich noch, bin ich hier überhaupt richtig? Ja, ne? Hier sind wir richtig. Denn ich bräuchte nämlich noch einen Feuerlöscher. Weil sonst, kommt man nicht weit. Und ich war der Meinung, dass wir hier einen finden werden. Boah, ey, ich hab so unglaublich Schiss, dass ich... Nein! Irgendwo runterfalle. Weil die blöden Krabben mich hier runter schubsen. Wartet, 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 wartet. Nein. Es wird Tag. Nein, es wird nicht Tag. Oh, fuck. Ich muss mal kurz... Warte, ganz kurz. Ganz kurz. Ich habe gerade unglaublich Lags. Ich muss mal kurz was ausmachen. Weil ich habe nämlich noch von der letzten Folge Oprah an, weil ich ja geguckt habe, wo wir Diamant brauchen. Also finden, ne? Jo. Oh. Jetzt dürfte es gehen. Und wisst ihr was? Ich mache das auch mal so hier. Weil so, ich sehe einfach mal gar nichts. Und was ist, wenn, das kann so oft passieren, dass wir dann irgendwo hinlaufen und dann ist da kein Boden und dann fallen wir runter, dann frisst uns der Reaper und das war's dann. Dann müssen wir hierher schwimmen, weil die Motte liegt dort irgendwo dort unten jetzt. Irgendwas zum Scannen? Nein. Wow, 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 wow. Wo geht's denn lang? Ah, hier lang. Dieses... Ausgerechnet... Oh, dort schwimmt der Reaper. Ich glaube, das sieht man gar nicht. Nein! Nichts. Wartet kurz. Ich muss Grafik. Oh, ist das niedrig. Aha! Ja, ja, ja. Gib mir das da. Und das da. Gib mir alles, was du hast.
So, nein, hier. Das. Ach, ich Dummkopf. Den Feuerlöscher hier. Heb das auf. Heb das auf. Das wirst du noch brauchen. So, ich frage mich, ob wir die Codes schon haben. Ich glaube, ja, haben wir. So, das muss reichen. Versorgungskiste. Eine Batterie. Das ist super. Ah, wir können hier nie hier so viel verbraten. Wir brauchen noch. Unable to remotely download black box data. Integrating new PDA data. Yes! New blueprint acquired. So, wo müssen wir denn rein? Hier, ne? Ich glaube nicht. Oh, ich hoffe, ich finde kleiner irgendwo einen Löscher. Das war's gleich. Ich wusste gar nicht, dass sie so schnell weggehen. Integrating new PDA data. Das nehme ich mir mit. Und das auch. Gibt es hier irgendwas zum Scannen? Nein, das haben wir schon alles draußen gefunden. So, da wir noch keine Schubkanone haben und die erst jetzt gefunden haben, müssen wir gucken, dass wir dort hinten, dort unten jetzt irgendwie reinkommen. Das ist aber alles kein Problem. Das ist ein kleines Jump'n'Run. Denn wie wir sehen hier, ihr kommt hier nicht durch, weil hier die Kisten im Weg sind. Dazu ist nämlich die Schubkanone echt praktisch. Deswegen springen wir mal. Hier drauf. Nein! Nein! Oh, ich hasse Jump'n'Runs! Och! Leg das Ding mal weg. So. So, bist du drauf? Ja, knapp. So, wartet. Ah, warum springt denn der Wichser nicht? Verzeihung. Gegenstand nehmen. Oh, ich hasse das. Und wir sind drüben. Alles gut. So. Ich mach gleich den Filmeffekt wieder rein, sobald ich irgendwie mehr sehe. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel auf einmal so schwarz geworden ist. Angriffstechnik? Was? Achso, ja. Code. Da müsste ich mal nachgucken. Hier. Datendownloads. Codes und Hinweise. Eigene Notizen. 1454. Aha. 1454. Sieht so unglaublich cool aus. Hallo, gibt es hier noch irgendwo Sachen, die ich scannen kann? Nein. Aber hier ist noch eine Kiste. Mit einem Nährstoffriegel. Den wir im Grunde nicht brauchen. Warum können wir diesen Gabelstapler nicht mitnehmen, ey? Ich würde gern sowas bauen wollen. Das wäre so unglaublich cool. Wasser, destilliertes ist Wasser. Will help ensure against dehydration and eventual death. Integrating new PDA data. Ach, ich finde hier Essen. Ich brauche kein Essen. So, haben wir alles hier? Ja. Liegt hier noch irgendetwas, was wir vielleicht brauchen könnten? Da, was liegt hier? Das ist nur die Kiste. Dann gehen wir mal runter. Ui. So, denn hier kommt nämlich erst der größte Übel. Deswegen nehme ich hier mal mein Messerchen.
Ich sehe gar nichts. So, okay. Und wie gut, dass ich... Bleib bloß weg, ey. Bleib bloß weg. So, das. Wo ist denn der Laserschneider? Hier ist der Laserschneider. Den brauchen wir auf der 3. Dann nehmen wir uns die 3. Und... Mach! Mach! Schneller! Mach schneller! Hinter uns sind diese kleinen Viecher, die sind so unglaublich gemein. Oh, Jesus Christ, hab ich mich erschrocken. Nein! 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 Absolut nein! 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 Ich hab... What the fuck? Nein! Warum hasst mich dieses Spiel? Nein! Das. Oh nein, ich habe mich in die Wand gebackt. Ich habe mich in die Wand gebackt. Wie geht sowas? Wie geht das? Das gibt's doch nicht. Nein. Oh nein. Oh, fuck! Okay. Ja, das ist nicht so schön. Gut, dann werde ich mal was probieren. Bis gleich. Tschüss. So, hallo und willkommen zurück. Ich habe mich jetzt aus der Wand rausgebackt. Und ich bin hier. Es ging nicht anders. Ich hatte so unglaublich probiert. Was ich probiert habe, um mich auch wieder rauszubacken, ich habe sämtlichen Kram gespawnt, also zum Beispiel eine Seemotze habe ich probiert, und es hat nicht funktioniert, deswegen habe ich mich jetzt so durchgebackt überall und versucht irgendwie überall raufzuspringen, dass ich letztendlich geschafft habe, hier durchzukommen. Und wir sind jetzt eigentlich genau da, wo wir nicht sein wollen. Komm mal hier. Ich sterbe, oder? Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Wir können hier eh nichts machen. Wir haben keinen Garsch mehr. Wir können hier nichts machen. Wir können aber... Perfekt Blackbox Signature. Originating on the other side of the hull breach in this room. Wir können schon mal den Krebs scannen. Danke. So. Ah. Ich bin so unglaublich genervt. Ich muss hier mal speichern, weil sonst... Ach, keine Ahnung. So, ja. Können wir hier überhaupt rausgehen? Ich weiß es nicht. Hier liegt überall Strom. Toll, wir haben eine Nachricht bekommen. Oh, ich weiß nicht, ob ich hier noch jemals wieder rausfinden werde. Bro, wie viele Teile braucht denn der Krebs? Noch 2. Kein Problem, hier liegen ja noch 2. Oh Gott. Hier wollte ich eigentlich noch gar nicht sein. Ah. Komm. Komm. Lass dich scannen. Fuck. Okay, können wir hier irgendwie hoch? Oh. Ich hab dich doch gerade eben. Ja. Scan ihn. Dann haben wir ihn fertig. Ah, oh, Halleluja. Dann haben wir den Krebs.
Flupa, wo geht's denn hier raus? Da hinten, ne? Oh, bitte back dich nicht irgendwo nochmal, ey. Ey, Gottes Willen, ey. So, ich muss hier durch. Ne? Kasper reparieren. Oh, ich hab keine Ahnung, wie lange ich jetzt hier da gesessen habe und versucht habe, hier irgendwie wieder rauszukommen, ey. Ich brauche einen Feuerlöscher. Aber was ich mir noch holen werde, ist... den Laserschneider brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Erstmal. Du sagst die 3. Destillations... Ja, hier sind die Motten. Ich habe versucht, dich irgendwie damit rauszubacken. Es ging nicht anders. Ich hab's auch nicht geschafft mit, ich dachte durch irgendeinen Stoß dann würden die mich dann irgendwie durch die Wand katapultieren, aber nie. Und wir sind wieder hier. Geil. Bleib mir bloß weg. Okay. Bevor die... Hier spawnen die hier oder was? So, das war's jetzt. Was brauchen wir denn hier? Werkzeugkit. So, wir sind nämlich dahinter, müsste nämlich auch schon das Ding sein zum Reparieren und uns geht die Energie flöten. Aber wir haben Batterien gefunden. Ah ja, und hier ist diese. Ach nee, hier geht's noch nicht zu dem Teil. Aber hier finden wir das, was wir brauchen, und zwar das Tiefen-Upgrade. Mach mal Licht an. Und ja, hier findet man natürlich auch Teile für die Seemotte, wie ihr hier seht. Und ich will hier so schnell wie weg, weil ich will wirklich hier nicht länger sein. So. Die sind doch schon wieder neu gespawnt. Oh. Wie soll ich jetzt hier durchkommen? Sicherheitshalber. Okay, alles gut. Alles gut. Hier ist noch ein Feuerlöscher. Gib mir. So. Was wir jetzt tun müssen, ist folgendes. Wir brauchen den Reparaturkit. Und hier ist noch etwas, was wir brauchen. Leider nicht das, was ich wollte. Aber man nimmt, was man kriegt, ne? So. Wie ihr seht, schon im Wasser tummeln sich wieder diese unglaublichen Viecher rum. Die sind nervig. Habe ich Medikits dabei? Ja. So, sind dort mal irgendwo? Ne, die sind jetzt alle unter Wasser. Kann das sein, dass es ein bisschen random mittlerweile ist? Wie die Löcher sind? So. Auf die andere Seite. Zack. So, dann repariere ich das und der Hase geht schon wieder steil. Ich habe immer meinen Finger auf die Tastatur, auf die Taste mit dem Messer als Sicherheit. Weil ich sehe hier schon, ich kill das Vieh einfach. Oder es lässt mich einfach in Ruhe. Nein, der hier kommt straight auf mich zugeschwommen. Ah, sie haben sich gedoppelt. Sie haben sich von... Ah! Wo haben denn die ihren Spawn? Ja, YOLO einfach. Ich mache einfach YOLO. YOLO-Move.
Containment breach repaired. Further breaches detected. Fuck you. Wag es dich ja nicht. Mami muss arbeiten. So. Wie viele noch? Hör auf. Nein. Containment breach repaired. Nein. Further breaches detected. Die Biester sind unglaublich nervig. Uns geht langsam die Luft aus im Übrigen. Further breaches detected. Aber wie viele war das jetzt? Wir können auch die... Containment breach repaired. Ja klar, kommt ein Doppelpacker! So, wo sind denn die nächsten? Da. Komm. Was war das? Ich dachte, es wäre gerade irgendwas reingeschwommen oder so. Containment breach repaired. Further breaches detected. Das wäre auch cool, ne? Wenn irgendwie die Aliens, wir sind ja auf so einem riesen Planeten, so ist es noch ein Lag. Gefunden. Und es wäre so unglaublich cool, wenn man wenigstens diese Aliens, die da irgendwie das Ganze aufgebaut haben, ne? Wenigstens noch sehen würde. Oder irgendwie Leichen oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwas halt. So, dann haben wir das Teil jetzt auch repariert. Und könnten uns eigentlich jetzt aus dem Staub machen, sobald ich weiß, wo es rausgeht. Oh, hier. So. Zack. Dort geht's nicht lang. Es geht auf der anderen Seite lang. So, hier haben wir das Teil. Kann man sonst irgendwas anderes noch hier scannen? Wir können hier sonst nichts anderes scannen, ne? Nee. Bitte nein. Bitte nein. So, das haben wir alles. Haben wir das? Guck mal, das ist vielleicht scannen irgendwie, irgendwas. Was? Leck? Ich frag gar nicht nach. So, das ist doch jetzt repariert, oder? Warum dann Leck? Verstehe ich nicht. So, das machen wir jetzt mal weg. Leck. Ein bisschen behalte ich noch. Denn wir brauchen noch. Denn wir brauchen noch. Und die Folge wird heute mal ein bisschen länger. Oh. Denn wir wollen nämlich noch woanders hin. Und ich hoffe, ich finde diesen Weg. Der müsste irgendwo oben sein. Und leg mal das Ding weg. So, die Frage war, wo ich diesen Ort finde, wo diese ganzen Kapitänskajüten sind und so weiter. War da unten irgendwas? Nö, das ist nur eine Kiste. Nur eine Kiste. So. Da lang. Ich hoffe, wir kommen hier jetzt wieder raus. Ja, locker. Whoop, leck, leck. So, da geht's raus und irgendwie wollen wir noch hier lang. Hier muss es doch noch irgendwo einen Ausgang geben. Also so einen anderen Gang halt. Aber ich finde den gerade nicht. Ich finde den nicht.
so Verwaltung, Luftschleuse. Nee, das muss irgendwo hier drin sein, oder? Da gab es noch diese Kajüten und so weiter. Oder war das unten? War das auch im Frachtraum? War das hier unten? Nee, dort war es nicht. Oh, fuck you. Komm schon. Komm. Ja, ich bin durch. Haha. Ich bin der Meister meines Faches. Nein, bin ich nicht. So. Hier. Muss es dann noch irgendwo... Aua. Huch. Einen Eingang oder Ausgang geben. Nee, gibt's nicht. Ich bin mir sicher, dass es einen gibt. Ich bin mir 100% sicher. Ich sollte ein Medkit nehmen. Wir haben ja zwei. Die tun eigentlich sehr gut. So, ich guck unten nochmal. Seemotten, Antriebsraum. Antriebsraum waren wir ja gerade. Da müssen wir nicht hin. Umkleideraum. Krebs. Hau ab. Krebs-Andockstation. Gab's nicht hier noch einen Raum? Wohnräume, genau, da wollen wir hin. Wohnräume. Aber da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Fuck. Wir könnten. Ach, ich will hier hoch. Ich glaube nicht, dass man die Leitern dort benutzen kann, oder? Ich glaube nicht. Wir könnten uns hier irgendwie halt... Ah! Ich bin ein Genie! Ein Genie, ja? Ein Genie bin ich. So, hallo! Habt ihr Zeug für mich? Ja, ich sehe ein Poster. Das hätte ich gerne. Und haben wir die schon gescannt? Ja, haben wir. Tu mir nicht weh. Ich will nämlich... Oh, Labortisch! Was, wenn ich heute alles finden, was? Gib mir das da. Oh, Medikit. Gib mir. Das nehme ich auch mit. Das. Kommandostuhl. Boah, Alter, das Teil wäre sicherlich perfekt so im Observatorium. Was? Einzelwandregal. Aha. Sieht eher aus wie ein Tisch. Will halt. So. Uch. 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 Oh, was haben wir hier? Futter. Nämlich nie mit. Brauche ich nicht. Wir haben es aus. So, Kantine. Dann geht's hier weiter. Hier geht's nicht rein. Hier geht's auch nicht rein. Hier mache ich einen Bogen. Hier sollte ich auch einen Bogen machen. Medikit. Oh. Bank. Von der Entfernung. Okay. Oh, Bett. Alter, ja. Natürlich, das nehme ich mit. So. Wo kann ich dich? Oh nein, ich kann den nicht. Dann werfe ich dich weg. Gering brauche ich auch nicht. Dich. Tschüss. Was brauche ich auch nicht? Die Batterien behalte ich. Ich will halt das Poster mitnehmen. Gibt es noch ein anderes Bett? Es gibt da noch Merchandise, was man hier finden kann. Und das will ich haben. Oh. So, okay. Code. Ja, ne? Das sieht genauso aus, als ob ich dort lang gehen will.
Wie mache ich das am besten, ohne dass ich gepuzelt werde? Ey, ich sterbe doch voll gleich. Haben wir einen Code für die Kabine 1? Aufzeichnung, VR-Raum. Antriebshüllenbruch. Steht hier irgendein Code? Nein. Hier vielleicht? Hier sind Codes. Eigene Notizen. 14 wird es garantiert ein nettes Angebot. 1869. 1869. 1. 8. 69. Es ist richtig gewesen. Yeah. Hallo. Es ist ja auch so unglaublich unfassbar, dass man wirklich niemand sieht. Keine Leichen oder so. Oh, Medikit. Tasche. Oh, den nehme ich auch mit. Normales Doppelbett. Ich weiß nicht, warum es so viele verschiedene Betten gibt. Aber hey. No signal. Gib das her. Und ich habe wieder keinen Platz. Das nimmt viel Platz weg hier, die Sporttasche. Einfache Tasche zum Transport und persönliche Dinge. So, ja. Dann... Ich kann auch nichts hier irgendwie entfernen oder so. Es gibt eigentlich nichts, was ich gerne entfernen würde. Weil, obwohl, den einen Lösch... Das hier können wir fallen lassen. Dann vielleicht ein paar Titanen. Und gib mir die Mütze. Und das Wandregal. Das Wandregal vor allem. Den Wandregal, den nehme ich auch mal mit. Zack. Nein, du sollst rausgehen. So, hier waren wir gerade eben. Und hier speichere ich mal, ja? Weil ihr dann jetzt garantiert abkratzen. Ah! Alles gut. Oh. Weg damit. So, hier kommen wir nicht rein. Und... da müssen wir wieder gucken. Oh, fuck. Ah, okay. Codes... fuck. Ich glaube, hier kommen wir noch nicht rein, ne? Tagesmenü. Nee, man müsste dann doch schon hier irgendwie gucken. Nettes Angebot. 18. Nee. Hinweise. Nee. Eigene Hinweise. Na. Naja, nee. Oh, scheiße, wir kommen hier nicht rein, ne? In die Kapitänskajüte. Ich glaube, da gab es nämlich auch noch so ein kleines Merchandise von Aurora. Nicht töten. So! Aua, ich schätze, wir haben jetzt alles abgegrast, was wir abgrasen konnten hier, ja? Da leuchtet's noch. Wie konnte ich das übersehen? Integrating new PDA data. The fuck? So, warte, dann gucken wir da nochmal rein. Vielleicht finden wir hier nochmal. Na, da können wir mal reinhören. Listen, I know I don't have the right to make demands of you, but I need you to understand that I want to change our arrangement. I hear what you're saying and I will try to respect it. How would you like to change it? I would like to reduce our contact hours. How much further can we do that? To zero. You're dumping me. I'm changing the terms of our relationship. How is it still a relationship if we don't see each other? It's a relationship of a kind. You have so many expectations. I feel you just want to spend more time with that dumb guy in his dumb robot suit. That's not a feeling. It's a judgment. And I feel hostility in what you're saying. Perhaps your jealousy is a sign that you need to take another look at your business model. Why can't you just be happy for me? I am happy for you, and I'm happy for all the guys in the prawn bay. I'm just not happy for me. This is why I want to change our arrangement.
Ah, okay. Es gab es anscheinend viele. Ach, ach. Eifersüchtige Leute hier. Nee, die Story, das muss ich mir ein andermal durchlesen. Um das Ganze jetzt zu verstehen. Aber Leute, ich werde hier Schluss machen. Den Heimweg werden wir nicht sehen. Ich werde alleine nach Hause fahren. Außerdem rastet gerade mein Hase wieder aus und das ist halt furchtbar. Was leuchtet denn hier so? Nichts? Okay. Okay, dann würde ich sagen, das war's von der Folge. Die war ein bisschen länger jetzt gewesen. Es gab auch einiges zu sehen, finde ich. Wir waren in der Aurora. Wir haben alles erkundet, was man erkunden konnte. Ja, was halt fehlt, ist halt dieser eine Code, den wir irgendwie nicht haben. Aber wir werden hier nochmal zurückkehren und vielleicht auch ein bisschen besser ausgerüstet sein. Vielleicht sogar auch mit der Schubkanone. Aber für die Schubkanone habe ich keine Ahnung, was wir brauchen. So. Bitte, es ist Tag. Gut, es ist Tag. Wenigstens etwas. Gut, dann würde ich sagen, das war's. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss.